schien mir wie das Wunde der Kinder Israels das Rote Meer durchquerend. Sie befanden sich in einer auswegslosen Situation. Das Meer vor sich, gejagt von ägyptischen Kriegswagen hinter sich. Sie waren voller Verzweiflung. Da erhob sich Moses und sprach, Exodus 14, 13, fürchtet euch nicht, steht fest und seht, die Rettung Gottes wird sich heute erfüllen. Wir kennen das Wunder des Roten Meeres. Das gleiche Wunder geschah auch mir. Einerseits drohte mir der Tod in der Gaskammer und hinter mir war die SS. In der Baracke wartete ich darauf, dass mein Schicksal sich bald erfüllt. Und plötzlich hörte ich meinen Namen rufen zwischen Tausenden. Zwei SS-Offiziere traten ein und sagten mir, ich sollte ihnen folgen. Man brachte mich in eine andere Baracke. Ich bekam ein gestreiftes Kleid, meine Haare wurden kurz geschoren. Ich verlor meine Identität und erhielt die Nummer 79.564, die auf den linken Arm tätowiert wurde. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das ist hier. Sieht so ungefähr aus. Ich verstand nicht, was das alles bedeuten soll. Ich begriff, ich hatte eine Chance zu überleben. Ich stand unter dem Schutz einer göttlichen Macht. Ein Bild wird immer in meinem Gedächtnis bleiben. Wie wir vom Krematoriumssektor zum Arbeitslager marschierten, ich sah, wie sich Menschen von der anderen Seite Richtung Krematoriums näherten. Ich sah einen Patriarchen, einen Rabbi, langsam voranschreiten. Unter seinem Arm hielt er eine Tora mit den Worten Gottes und den 10 Geboten. Ich entsinne mich meiner Gedanken. Wegen seinem Glauben an den allmächtigen Gott wird dieser Mann bald sterben. Das Leben in Birkenau war leibhafte Hölle. Wir müssen im Schatten des Krematoriums leben. Herden von Menschen, die am Morgen eintrafen, waren Rauch am Abend. Ich wusste nicht, wie ich ein solches Leben ertragen könnte und fühlte mich allein und verzweifelt. Entmutigt entschloss ich mich, mein Leben zu beenden, indem ich mich gegen den Elektrostacheldraht mit 5000 Volt warf. Das würde wenigstens ein rascher Tod sein. Ich wartete bis zum Abend. Es war sehr schwierig, bis zum Stacheldraht zu gelangen, denn die Scheinwerfer durchkämmten beständig diesen Sektor. Nachdem ich die ganze Nacht gegangen war, wurde es mir klar, ich konnte es nicht tun, denn ich habe nicht das Recht, mein eigenes Leben zu nehmen. Und ging zurück in die Baracke. Ich erkrankte am Paratyphus und wurde aufs Revier gebracht. Eine Baracke, die als Krankenhaus diente. Kranke wurden meistens zum Vergasen geholt. Doch ich blieb beim Leben. Ein Schutz vom Himmel wachte über mich. Ich lebte in Furcht und Bange, da mein Schicksal in Birkenau nicht entschieden war. Ich wurde dauernd zum Verhör gerufen und mit der Gaskammer bedroht. Dann eines Tages, mein Herz schlug wild, als zwei SS-Männer mit zwei Hunden auf mich
zukommen sah. Ich wurde zum Kommandanten der politischen Abteilung in Auschwitz gebracht. Es war die höchste Justiz über Tod und Leben in Auschwitz. Das Verhör begann: Wie habe ich es geschafft, zu entkommen? Wer hatte mir geholfen? Direkt in seine Augen blickend, antwortete ich ruhig. Es war sehr gewagt, aber ich habe es ganz alleine ohne jegliche Hilfe getan. Ich gab ihm alle Details. Er schaute mir ins Gesicht und begriff, dass ich furchtlos die Wahrheit sagte. Zu meiner Überraschung war seine letzte Frage: Wie gefällt es Ihnen in Auschwitz? Ich war geschockt, wusste nicht, ob diese Frage ernsthaft gemeint war oder ob er scherzte. Mir war bewusst, dass mein Leben von dieser Antwort abhängte. Danke, ich kann mich nicht beschweren, entgegnete ich. Der Kommandant lachte daraufhin und sagte: Sehen Sie, wir haben die gleiche Meinung, denn wenn jemand gesund ist, kann hier 100 Jahre alt werden. Ich wurde begnadigt und kam frei. Normalerweise bedeutete ein Urteil in meinem Fall ein öffentliches Erhängen. Wie tragisch und hoffnungslos meine Lage war, konnte ich auch diesmal dem Tod entrinnen. Zuerst vor der Gaskammer und jetzt vor dem Galgen. Der Schutz der allmächtigen Gottes rettete auf eine wunderbare Weise mein Leben. Wir lesen in der Bibel Psalm 91. Weil er seine Zuneigung auf mich gerichtet hat, werde ich auch für sein Entrinnen sorgen. Ich werde ihn beschützen, weil er meinen Namen kennengelernt hat. Ich werde bei ihm sein in der Bedrängnis und ich werde ihm die von mir bewirkte Rettung sehen lassen. Man erkenne, Psalm 83, dass du, dessen Name Jehova ist, du allein der Höchste im ganzen Universum bist. Nach allen meinen tragischen Erfahrungen kann ich heute sagen, ich fühle keinen Hass. Gott war gnädig über mich. Ich danke Gott, dass er mir Kraft schenkte, über jene furchtbare Zeit und alle seine Wundertaten zu berichten. Möge der allmächtige Gott behüte und segne alle hier versammelten Israels Freunde, die ihre Solidarität und Verbundenheit mit dem jüdischen Volk und besonders dem Staat Israels bekunden. Shalom Ubraha. Ich bedanke mich für Ihre Geduld und Ihr Zuhören. Alles. Shalom.